Willkommen, liebe Zuschauer, zu den Sport 1 News. Wir starten rasant mit unserem Nachrichtenüberblick, dem Newsflash. Gay toppt Innerhofer und Küch. Neuer Weltmeister in der Abfahrt ist der Kanadier Eric Gay. Er war der Schnellste auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen und ließ die Favoriten hinter sich. Der Schweizer Didier Küch landete auf Platz 2. Die Bronzemedaille sicherte sich der Super-G-Gewinner Christoph Innerhofer aus Italien. Das ist eine Weltmeisterschaft, jetzt sind die ersten drei und ich kann es wirklich nicht glauben. Und es ist umso schöner, dass sie gezeigt haben, dass sie nicht nur auf den Eis schnell fahren können, sondern auch, dass sie auch mit Gefühl fahren. Und so haben wir jetzt lange trainiert und genau im richtigen Moment sind die Ergebnisse rausgekommen. Riech gegen Won. Am Sonntag steigt bei der Alpinen Ski-WM das Abfahrtsrennen der Damen. Die großen Favoritinnen sind Maria Riech und Lindsay Won. Freundinnen und Konkurrentinnen mit neuer Brisanz. Nachdem DSV-Alpindirektor Wolfgang Mayer Wons Auftreten bei der Weltmeisterschaft als lächerlich bezeichnete. Da Riech und Won bisher nicht in Topform antreten konnten, schlägt vielleicht auch die Stunde von Dominique Gisin, Julia Mancuso oder Anja Persson. Naldo denkt nicht ans Karriereende. Seit mehr als einem halben Jahr muss Bremens brasilianischer Innenverteidiger nun schon verletzt zuschauen. Weitere 6 Monate wird es ziemlich sicher noch so bleiben. Doch der Brasilianer denkt nicht ans vorzeitige Karriereende, sondern bleibt optimistisch, dass er zurück aufs Feld für Werder Bremen kehren wird. Naldo leidet unter einem Knochenödem im Knie und ließ sich im Januar einer Knorpeloperation unterziehen. Das waren die Sport 1 News, liebe Zuschauer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.